Ja, hallöchen, herzlich willkommen zur 14. Folge von DS Trucking hier im Euro Truck Simulator 2 mit TT, dem Programm für den eigenen Auflieger und den Hard Economic Mod von Herrn Klaas. So, fertig geladen hier. Ging recht zügig, Stunde war der Trailer voll. So, und jetzt machen wir noch eine kleine Routenplanung. Wir sind ja immer noch hier in Radom in Polen und die Tour führt uns jetzt hier nach Nürnberg. Ja, wir fahren jetzt hier erstmal von Radom aus die 12 vor von der Sache her bis zur A1 Richtung Lodz. Da geht es dann auf die S8 Richtung Breslau zurück. So sind wir im Prinzip hergekommen. Ja, hier dann bei Höhe Breslau unterscheidet sich dann aber unsere Herkunftsroute. Dann fahren wir nämlich nicht auf die A4, sondern fahren weiter auf die A8, beziehungsweise die 8 hier runter über die polnisch-tschechische Grenze Richtung Prag. Ja, Prager Ring dann ringsrum, dann auf die 5 quer durch Tschechien durch von der Sache her, bis wir dann hier auf die A6 kommen in Deutschland. Ja, A6 geht es dann noch hier ein ganz kleines Stückchen auf die 73, ja, nach Nürnberg rein, so XXX Lutz. Die haben hier Spielzeug bestellt. Wir haben jetzt noch 1,5 Stunden Fahrzeit, deswegen wir werden hier dann Pause machen. Wir werden versuchen, jetzt hier noch aus Radom rauszukommen und ja, dann unser Päuschen machen und werden dann morgen probieren. Heute ist Mittwoch im Spiel. Muss ich da gleich mal gucken. Ne, Dienstag ist ja erst. Wo bin ich denn auf Mittwoch? Ja, da hat sich das natürlich wieder erledigt. Ich war irgendwie auf Mittwoch jetzt. Also wir werden es wahrscheinlich morgen, da heute erst Dienstag ist, ist morgen Mittwoch. Werden wir es nicht schaffen. Ah, jetzt kommt von rechts wieder was. Ach, ist links frei, kommen sie von rechts angedümpelt hier. Los, fahr zu mit deinem Bus. Och, da ist jetzt nicht mal einer drinne. Ach, hier stehen wir ewig in 3 Tagen. Ja, wir werden es morgen nicht mehr schaffen bis nach Nürnberg. Heute sowieso nicht ausgeschlossen, dann morgen aber auch nicht. Da ist dann quasi Donnerstag, da können wir Donnerstag Nürnberg abladen. Da müssen wir dann mal sehen, dass wir vielleicht noch eine kleine Tour oder so fahren. Ja, tut mir leid, schön, dass du mich rauslässt. Doch, der lässt mich auch raus. Danke mich. Jetzt hat es aber dolle gescheppert hier. Ja, sind wir dann Donnerstag leer, oder können wir eigentlich noch ein Türchen, also das ist die Verniedlichungsform von Tour, ne? Nicht von Tür, ja, eine kleine Tour fahren. Ich hab jetzt nämlich schon ein bisschen Bedenken gehabt, Nürnberg, wir waren zwar noch nie in Nürnberg, aber letzte Woche Freitag haben wir, ja, das war letzte Woche Freitag, da haben wir in Geiselwind abgeladen und haben, das ist ja gleich daneben, ne,
und haben von der Sache her dann das Problem gehabt, dass wir keine Tour Richtung nach Hause gefunden haben. Ich schätze, das wird sich jetzt eigentlich großartig ändern. Aber durch das wir ja entgegen meiner ersten Vermutung gar nicht am Freitag früh in Nürnberg abladen, sondern ja schon am Donnerstag früh. Ist das ja halb so wild, wenn wir Donnerstag früh abladen, müssen wir ja nicht unbedingt jetzt nach Erfurt, da kannst du ja eine Tour nach, keine Ahnung, noch nach Frankfurt oder nach Kassel fahren. Ich meine, der riesengroße Fernverkehr bleibt natürlich aus, ach, was machst du denn da, ja. So, falls du hier, ihr Kipperkutscher. Uhr 15 sind wir losgefahren, ne? Einmal, gerade mal. Ich eine halbe Stunde Fahrzeit weg jetzt hier. Da geht's ja noch. Ja, ach so, zur Tour wollte ich noch was sagen. Wir haben Spielzeug geladen, ne? 9 Tonnen Spielzeug. Wie gesagt, von Radom nach Nürnberg ist unsere Tour. Insgesamt 801 Kilometer. Laut Navi 12,5 Stunden Fahrzeit. Deswegen habe ich schon gesagt, ne, werden wir es morgen nicht bis hin schaffen, nicht ganz. Vergütung liegt bei 1,17 Euro pro Kilometer. Dazu kommen 120 Euro Pauschale. Summa summarum sind wir bei 1021 Euro für die Tour. Das ist ja wieder so eine schöne Tankstelle hier. Schöne Tankstelle hier. Apropos, tanken wir mal auch jetzt, ne? Machen wir gleich. Machen wir jetzt gleich. Solange wir noch Geld haben. So, 16.15 Uhr ist es jetzt. 27.17. 16.15. 27.17. Also 2717 Kilometer, das war jetzt eine Stunde Fahrzeit hier. Und ja, Fahrzeit ist jetzt zu Ende. Bleibt nur, kommt jetzt nur noch ein bisschen Schichtzeit dazu. Und davon haben wir noch en masse. So, ja. Schauen wir mal. Was kostet die Brühe hier?
Dieselpreis 1,17 Euro. Polen ja mal günstiger als Deutschland. Mal gucken, ob das Geld reicht. Okay, ich kann sogar ins Minus gehen damit. Aber wir haben jetzt mehr getankt, als wir Geld haben, ne? Kreditkarte sei Dank. Deswegen habe ich eigentlich jetzt getankt. Oh. Ja, ich beeile mich ja schon. Ja, deswegen habe ich eigentlich jetzt getankt. Weil ich eigentlich dachte, wenn die nächste Kreditrate kommt und wir haben dann kein Geld mehr, dachte ich, sieht vielleicht mau aus. Ne? So. Schreibe ich jetzt keine Fahrzeit auf, ne? Schreiben wir jetzt keine Fahrzeit auf hier, wenn wir hier auf den Parkplatz fahren. Geht ja gar nicht. Wir können dann meinetwegen noch eine Schichtzeit bis 16:30 schreiben. Können wir gerne machen. Bin mal gespannt, ob die LKWs hinter uns durchkommen. Noch tankt er. Ich dachte, ich brauche lange beim Tanken. Ja, jetzt kommt er. Bin mal gespannt, ob der hier rauskommt. Ja, doch, gut. So, 16:30 haben wir gesagt. Schreibe ich jetzt bei Ende. Also wir haben jetzt hier Ankunft, Stop 3, 16:15, ne? Und Ende hier 16:30. Und da haben wir heute gehabt 10 Stunden, 11 Stunden Schichtzeit. 11 Stunden Schichtzeit haben wir gehabt. Das zählt als 13er. Und wir machen jetzt auch 11 Stunden Pause. Oder machen eine Stunde länger Pause. Nee, wir machen es erstmal, planen es erstmal knapp. Notfalls machen wir morgen ein bisschen länger Pause. Weil wir fangen ja jetzt dann zu früh an. Es ist ja jetzt gerade mal 16:30. Das heißt, wenn wir da fahren wir morgen früh 16:30 los. Da fahren wir ja nur 9 Stunden. Und dann ist ja wahrscheinlich Feierabend. Und dann machen wir wieder nur 11 Stunden Pause. Das heißt, da fangen wir dann Freitag früh, keine Ahnung, um 2 oder so an. Ja, und das wird nicht viel bringen, weil die Bude macht erst 8 Uhr auf, wenn wir abladen. Aber wir machen so, wir machen 12 Stunden Pause. Wir fangen morgen früh 16:30 an. So machen wir das. Wir sind in, wo sind wir jetzt hier? Radom, ich schreibe nochmal Radom auf, geht ja nicht anders. Radom, und morgen früh fangen wir natürlich auch wieder hier an in Radom. Mit demselben Kilometerstand, 2717. Gut, machen wir erstmal ein Päuschen hier. Moin moin allerseits, wa? So, Mittwoch früh, gleich 4.30 Uhr hier. Wir machen unsere obligatorische Abfahrtskontrolle, nicht wahr? So, der Blinker funktioniert schon mal, die Schläuche sind dran. Diesel haben sie uns auch keinen abgezapft, das ist gut, Räder sind in Ordnung. Rücklichter funktionieren, Keile sind fest, Palettenbox ist zu, Markerlights funktionieren, Räder sind in Ordnung. Liftachse ging übrigens gar nicht runter, ne? Liftachse bleibt oben. Ja, soll mich nicht stören. So, hier ist auch alles okay. Hinten sieht auch alles toll aus. Sehr schön. Boxen sind zu, Ersatzrad haben sie schon mal nicht geklaut, das ist schon mal viel wert. Räder sind in Ordnung. Auch hier funktioniert die Beleuchtung. Kurbel ist drin. Sattelplatte ist noch zu, jawohl. Hat sich keiner dran vergriffen. Gut. Hier ist auch alles in Ordnung. Na ja, auf geht's. So. Ja, 4.30 Uhr, ne? Und Abfahrt. Oh. Waren wir so schnell mit der Abfahrtskontrolle jetzt hier? Ich schreibe trotzdem jetzt mal Abfahrt 4.45 Uhr auf. Geht ja nicht anders. Auch übrigens, gestern sind wir insgesamt 461 Kilometer gefahren und am Montag sind wir 537 Kilometer gefahren. Hatte ich vergessen auszurechnen, habe ich gar nicht eingetragen gehabt. Nur mal um das der Vollständigkeit halber hier noch nachzureichen. So, Abflug. Ups. Jupp.
Ja. Ich bin jetzt absichtlich ein bisschen weiter nach hinten gefahren, um da ein bisschen zuzumachen, dass hier nicht alles jetzt bei mir vorbeifährt und ich komme nicht raus. Ich müsste natürlich noch hier der Kollege mit dem Bagger sich in Bewegung setzen, dass wir dann hier biegen können. Sonst fahren die immer wahrscheinlich alle an mir links vorbei und ich komme nie raus. Ne? Deswegen bin ich jetzt zu weit zurückgefahren. Frage ist, wie lange dauert das hier jetzt? Jetzt ist frei. Ne, kommt wieder was. Ja gut, das sind so Sachen, wenn keine passende Lücke ist, dann muss ich halt meine Erwartungen ein bisschen runterschrauben. Ne? Dann muss halt der Verkehr dann auch mal ein bisschen bremsen. Dann muss ich da ein bisschen, ja, mit der, ja, muss ich da ein bisschen frecher an die Sache rangehen. Ne? Da kann ich hier nicht auf alles und jeden Rücksicht nehmen. Irgendwann ist halt der Punkt erreicht. Ne? So, jetzt ist eine Lücke, da musst du rausfahren. So, nee, bleibt er wieder stehen jetzt. Also jetzt müsst ihr losfahren. Kupplung hätte er schon lange kommen lassen können. Der fährt so langsam hier. Wir haben es jetzt natürlich noch ein bisschen schwieriger, weil wir links abbiegen. Passt du vorbei mit deinem Boot? Ja. Links ist jetzt frei, rechts auch. Warum der so weit hinten angehalten hat, weiß ich zwar nicht. Ja, das stimmt so mit meiner Abfahrt, 4:45 Uhr. Stand jetzt wirklich so lange noch hier in der Tanke. Und sind nicht rausgekommen. So ist das hier. Ja, mal sehen, wie weit wir kommen hier. Neun Stunden fahren am Tag ist eben nicht viel, ne? Dreizehn ist ja unsere Schichtzeit schon rum. Das ist kurz nach der Mittagszeit. Und dann machst du dann 11 Stunden Pause. Und dann rammelst du wieder los hier. Und das ist, weiß nicht, irgendwie komisch. Das sagt der Gesetzgeber eben. Du darfst nicht mehr wie 9 Stunden fahren, aber wenn du jetzt richtig im Fernverkehr fährst und kommst dadurch immer aus deinem Tagesrhythmus raus und fährst immer zu irgendwelchen beschissenen Zeiten los. Das ist nicht so schlimm. Ja. Ja, wenn ich jetzt morgen früh zum Beispiel, weiß ich nicht, da stehen wir, wann stehen wir auf? Aber wenn wir mal auf 14 Uhr Pause machen, 11 Stunden, dann Freitag früh um 1, 1 Uhr nachts, muss ich dann aufstehen und weiterfahren. Sagt der Gesetzgeber, ist okay. Ist okay, kannst du machen. Bist du fit? Hast ja Pause gehabt. Ich sehe das anders. Wenn ich heute statt
sag ich jetzt mal, um 2 erst um 4 oder um 5 Pause mache. Ja, weil ich mich vielleicht noch fit fühle, ne? Weil es ja auch noch hell ist draußen, ne? Vielleicht sogar schönes Wetter ist. Ja, da bin ich zwar 12 Stunden gefahren. Ja, aber wenn ich dann meine Pause mache und fahre dann nächsten Früh wieder um 5 oder so los, geht es mir wahrscheinlich besser. Wir müssen hier abbiegen. Geht es mir wahrscheinlich besser wie andersrum, oder? Müssen aufpassen. Ja. Wird nämlich noch enger, weil die Liftachse oben ist. Ja, das finde ich halt. Ja, das ist halt die Gesetzgebung hier. Gut, bei uns kommt eben jetzt noch erschwerend hinzu. Normalerweise würde ja der ganze Fahren- und Feierabendprozess würde sich ja eigentlich noch ein bisschen weiter nach hinten verschieben, um eine Dreiviertelstunde, weil wir ja normalerweise nach 4,5 Stunden noch eine Dreiviertelstunde Pause machen. Machen wir ja jetzt nicht, ne? Lass mal eher außen vor. So, eine enge Kurve hier, meine Güte. So, sind wir jetzt schon an Lötz vorbei, siehst du? Wenn wir jetzt hier auf der S8 unterwegs, ne? Geht jetzt hier Richtung Breslau. Und wie gesagt, nachher geht es noch quer durch Tschechien. Einmal quer durch die Tschechei. Hat eine richtige Ostblockwoche hier. Eine richtige Ostblockwoche. Wie gesagt, Donnerstag bleibt man dann in Nürnberg ab, so, und dann ja, dümpeln wir noch ein bisschen hier durch Mitteldeutschland, denke ich mal. Oder so Hessen irgendwo hier. Oder ist die Woche schon wieder rum? Ja, mit diesen raus aus den Schulden, ne, was wir eigentlich so gedacht hatten mit der ersten Tour Richtung Polen. Klappt nicht so richtig. Klappt nicht so richtig. Ach, das geht mir auf den Zeiger. Weil haben wir ja dann noch immer eine Kreditrate. Die heute, die Mittwochsrate wird noch abgebucht. Ja, die wird noch abgebucht. Und Donnerstag kriegt man ja das Geld für die Tour hier. Ich habe übrigens auch wegen dem Verstoß hier, wegen dem Rotverstoß, den wir mal hatten in Polen, wo waren das? War das in Radom? Ne, das war in Lublin. In Lublin war das, glaube ich. Ja. Wo ich als Linksabbieger ja offensichtlich nicht weit genug vorgefahren bin bei Grün und dann halt bei Rot erst abbiegen konnte. Und die Ampel mir halt einen Rotverstoß vorgegaukelt hat. Da bin ich jetzt dran, dass das dann auch wieder ins Lot kommt. Ich bin mir halt einfach keiner Schuld bewusst, ne? Ich meine,
Wie gesagt, ich habe halt guten Willen gezeigt, bin nicht so weit vorgefahren, um den KI-Verkehr nicht zu beeinflussen. Und als Dank durfte ich 160 Euro bezahlen. Also das sehe ich irgendwo nicht ein. Das sehe ich irgendwo nicht ein. Wenn ich jetzt getrieft hätte hier, wenn ich jetzt gepennt hätte. Und wäre zu spät losgefahren und die wäre schon wieder rot gewesen. Ich sag, gut, okay, ist Mist gebaut, aber. Nee. Mit den Umständen nicht. Wie gesagt, ging da um, glaube ich, paar 160 Euro, die wir der Strafe zahlen mussten. Das werde ich jetzt zusehen, dass wir das dann zeitnah zurückbuchen. Vielleicht diese Woche noch, das wäre nicht verkehrt. Es wird aber wahrscheinlich nichts. Ja, wohl für Ende der Woche höchstens. Ende der Woche. Was mich halt fasziniert, dass du tanken kannst, also für mehr Geld tanken kannst, als du hast. Das finde ich interessant. Müssen wir halt nur noch die Frage klären, kannst du auch. Also wir hatten ja Geld, haben angefangen zu tanken. Und sind dann halt von plus 400, 300, 200 bis auf minus 100. Das geht jetzt, das wissen wir. Aber geht's auch, wenn du schon im Minus bist, kannst du mit, sag ich mal, so wie wir jetzt haben hier mit minus 408 Euro jetzt an die Tankstelle fahren würdest, also müsste natürlich der Tank leer sein dafür, ne? Wenn jetzt an die Tankstelle fahren würdest, könntest du dann einen Tankvorgang einleiten. Das wäre mal eine interessante Antwort für mich. So, Pressler, wo bist du? Da bist du ja. Schön. Ah, es lässt ja wirklich schön fahren hier durch Polen, muss ich sagen. Also, da hätte ich echt Schlimmeres erwartet. Gibt ja hier Strecken und Abschnitte oder Straßen, wo du in Polen hier alle Furzlangen hier so eine blöde Marktstation hast hier. Es geht ja natürlich gehörig auf den Zeiger, ne? Also wenn du da jetzt mal anhalten musst, hier bei jeder Stadt hier. So, und ob ich da vorne jetzt zum Überholen ansetze oder nicht, bei der riesen Kolonne, das würde ich sagen, klären wir in der nächsten Folge. Wenn es euch bisher gefallen hat, Männer, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Abonniert, kommentiert, was das Zeug hält. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, falsch und rechts. Grüßt die Leute. Macht's gut. Ciao.